Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 18. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 931. Heute Abend mit den folgenden Themen. Oder vorzugsweise auch am Morgen. Apple M1, Kriegserklärung, Firmware-Update, Retweets, die Dinos und vielleicht noch ein bisschen was zu Parallel 16. Ich beginne gleich mit dem Apple M1. Da haben wir ja schon zahlreiche Vergleiche gesehen zwischen dem alten Mac, den neuen Macs und so weiter und so fort. Auch andere Geräte wurden damit eingezogen. Jetzt gibt's interessante Zahlen von der PC World, eine Zeitschrift, die immer wieder mal Apple Computer lobt für ihre gute und tolle Rechenleistung und es dieses Mal wieder tut. Sie haben nämlich den M1 MacBook Air, also das kleine, sowie das Microsoft Surface Pro X, was auch auf ARM-Prozessoren läuft, miteinander verglichen. Und dazu gab es ziemlich unschöne Neuigkeiten, von denen wir aber auch schon wussten, jetzt aber eben in Zahlen festgehalten. Gut, fairerweise, es ist ein leicht unfairer Vergleich, denn Windows kriegt es einfach noch nicht auf die Kappe, also Microsoft besser gesagt, sein ARM-System mit 64-Bit-Apps zu versorgen, so dass das Ganze emuliert läuft und auch sinnvoll läuft. Es gibt zwar mittlerweile eine neue Version, die eben auch so eine Emulation bietet, aber auch das ist nicht alles oder ist nicht das, was man möchte. Hier hat Apple mit Rosetta 2 wirklich eine Glanzleistung hingelegt, würde ich doch mal sagen. Die Zahlen sprechen für sich, welche hier PC World zusammengesaugt hat. Die unterschiedlichen Leistungen könnt ihr euch am besten auf daily.geektalk.ch im Browser eurer Wahl oder natürlich auch über den Podcatcher, den ihr nutzt, anschauen und durchlesen. Eindrücklich oder was mich am meisten beeindruckt hat, ist ein 12-minütiges 4K-Video, was das MacBook Air, gelinde gesagt, ist das das Kleine mit der kleinsten Ausstattung, innerhalb von 23 Minuten konvertiert hat. Dafür brauchte das Surface X ARM ganze 2 Stunden. Unglaublich große Differenz. Und ja, das zeigt, dass da Microsoft noch einiges zu tun hat. Eine Kriegserklärung gibt's von Facebook, genau gesagt Mark Zuckerberg in diesem Sinne, logischerweise als Vorprescher. Der hat ja schon die eine oder andere große Kampagne oder wie sagt man dem, Werbeanzeige geschalten in den New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Überall gab es ganzseitige Anzeigen, wo drin steht, nicht, dass Facebook jetzt arm sei, aber dass die neue Geschichte, also die Privatsphäre-Einstellung, welche Apple eigentlich im Herbst diesen Jahres schon starten wolle, jetzt aber Anfang des kommenden Jahres startet, nicht gut sei für die kleinen Unternehmen. Zuckerberg hat da Sorgen um die kleinen Unternehmen. Logischerweise geht es auch ihm um Kragen. Er hat die Befürchtung, dass dadurch, dass eben genau diese Möglichkeit gegeben ist, Facebook böse dasteht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Ganze kommt und da sind wir alle nicht allein, unter anderem zum Beispiel auch die Macher hinter dem Mozilla Browser, die haben eine eigene Webseite dazu geschalten, eine Landingpage, wo sie Apple quasi auf die Schulter klopfen und ihnen gratulieren zu dem Schachzug und da auch digitale Unterschriften sammeln für die Aktion. Finde ich auf jeden Fall toll und bin gespannt, wie das Ganze sich dann auf das Web und das Tracking zwischen den Einzelnen auswirken wird. Gestern habe ich euch noch erklärt, dass man jetzt auf dem iPhone und auf dem iPad auch in dem Safari-Browser Google Stadia, also den Spieledienst von Google, nutzen kann. Da kann es sein, dass beim einen oder anderen ein bisschen zum Zickeln kommt. Falls das passiert, solltet ihr schauen, ob euer Google Stadia Controller, sofern ihr über den Stadia Controller spielt, das neueste Firmware-Update installiert hat. Wenn dem nicht so ist, schnell installieren und dann sollte es auch wieder ruhiger laufen. Nun rudert Twitter zurück. Ich glaube, es war im Oktober diesen Jahres, haben sie den normalen Retweet abgeschafft.
ich mag mich erinnern, dass das ein bisschen ein Raunen gegeben hat, damals im Oktober, zu Recht, weil auch ich fand die neue Retweet-Funktion komisch, vor allem wenn man nur einfach den Text retweeten wollte, hat man einfach da nichts reingeschrieben, ging nach wie vor, aber war ungewohnt und das hat sich auch gezeigt. Bis zu 20% weniger an Retweets gab es seither und das ist natürlich für ein Netzwerk wie jetzt Twitter, das unter anderem auch von den Retweets etc. lebt, eine sehr, sehr unschöne Geschichte und somit haben sie jetzt zurückgerudert. Man kann ab bald schon wieder die normalen Retweets machen, indem man einfach auf das Zeichen klickt. Es kommt zwar noch ein kleines Pop-up, wo man darauf hingewiesen wird, dass man vor den Inhalt lesen soll, bevor man es teilt. Das mag auch gut sein, aber es ist nicht mehr so, dass man eben dieses komische neue Retweets-Zeugs hat. Gefällt mir. Freue ich mich schon, wenn das dann kommt. Zu fast guter Letzt habe ich noch Disney Plus und da schwelge ich ein bisschen in Erinnerungen. Ach, bin alt. Genau. Die Dinos, mögt ihr euch, die Älteren vielleicht, dann Hörer, euch erinnern und Hörerinnen, das war eine sehr populäre Sitcom mit Dinosauriern aus den 90er Jahren. Die kommt jetzt ins Disney Plus Streaming Angebot. Da bin ich fast verlockt, nochmals einen Monat Abo zu lösen, denn unsere Kleinen sollten sich das auch anschauen. Den Großen haben wir mal portionweise was gezeigt, aber die Kleinste sollte das auch gesehen haben, finde ich zumindest. Und ich komme nochmals zu Microsoft und besser gesagt zu Apple, dem M1 Mac Modellen, wo ja kein Windows drauf läuft. Parallels Desktop in der Version 16 gibt's jetzt in der Vorab-Version, aber gleich mal vorneweg. Das ist eher was für Geeks und Nerds, die da ein bisschen was ausprobieren möchten, um was es geht und wie es geht. Denn darauf läuft nicht das Windows, wie ihr es kennt. Da braucht man spezielle ARM-Version und da die Krux an der ganzen Geschichte. Microsoft verkauft die nicht einzeln, somit wird es ziemlich schwierig, also zumindest aktuell noch nicht einzeln und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das so schnell ändern wird, außer sie kriegen das mit den ARM, aber das hat mir vorher schon noch länger nicht auf die Kappe, dann könnte sich das vielleicht ändern. Der Mike vom großen Geek Talk, dem Newsformat, unser MIP-Podcaster, hat sich das schon mal installiert und er ist überzeugt, respektive er hat mir gestern Abend noch geschrieben, wie er von der Performance beeindruckt sei, wie das Ganze läuft und wie das Ganze tut. Und man muss auch da wieder dazu sagen, wie beim Test, den ich anfangs von der Folge erwähnt habe, auch er hat nur ein MacBook Air in der kleinsten Ausbaustufe, also für knapp was um die 1000 Währungseinheiten. Und das ist dann natürlich schon eindrücklich, wenn darauf ein sauberes, schnelles Windows läuft. Der M1-Chip, der wird uns noch ein Weilchen begleiten, würde ich doch mal sagen. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Es ist Freitag, es geht für den einen oder anderen ins Wochenende. Für die anderen geht's vielleicht schon in die Weihnachtsferien. Lockdown ist im einen oder anderen Bundesland, Staat, Kanton und so weiter etwas, was nicht mehr abzuweisen ist. Und somit wünschen wir euch doch ein schönes und erholsames Wochenende. Wenn ihr mögt, am Wochenende, wenn alle es klappt, gibt es drüben im lebesmart.ch Blog die Wochenzusammenfassung mit den Smart Home News. Ansonsten sollte nächstens auch der GeekTalk News Podcast die aktuelle Woche rauskommen und ja, nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Zumindest an den Nicht-Feiertagen, denke ich doch mal. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr GeekTalk.